Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge mit dem Wettkampf des. Hallo? Hallo? Hallo, du warst die ganze Zeit abgehakt. Warum bin ich denn abgehakt? Du warst abgehakt, keine Ahnung. Wieso tue ich sowas? Aber ja, der Missgriff ist auch da. Er war abgehakt. Ach so. Man hat Ja, ihn ich nicht bin da. Ja, ich Willst auch. du wissen, ist der Weidemann? Hallo? Hallo? Ja, also wir sind hier stehen geblieben in unserem LS. Genau. Ich wollte mal mir meine Tiere anschauen. Wie sieht's denn da nun aus? Die Schweine, die haben Sauberkeit. 100%. Haben kein Wasser, kein Stroh. Stroh kriegen sie gleich. Produktionsrate 0%. Warum? 0%? Ja, weil sie noch nichts haben. Tiere Das brauchen dauert. immer Wasser. Gibt's Also ja kein was. Wasser. Die kriegen kein Wasser, sie kriegen erstmal Kartoffeln oder Zucker und Rüben, dann haben sie alles an Nahrung. Ist der jetzt rüber Wie gefallen? gesagt, Mensch, der stirbt dann auch nicht. Okay. Das war jetzt komisch. Ja, wieso? Weil der Ball irgendwie nicht rein wollte. Hat mir das Problem nicht schon mal? Wo haben wir denn sowas? Kartoffeln oder Zuckerrüben? Ja, wie Die nirgends. müssten doch im anderen, genau im Lager dort hinten sein. Du fragst mich Sachen, keine Ahnung, damit können wir nichts aus. Ja, Kartoffeln und Zuckerrüben sind ja Dinge, die nicht im normalen Sieb lagern. Ja, die werden ja auf dem Haufen gekippt, sozusagen. Genau, die müssten hier drin sein, normalerweise. Stroh, Heu. Da könnte man Stroh, Heu reinlagern. Das wäre auch mal eine tolle Idee. Wir haben ja ein Stroh-Heu-Silo. Okay. Daniel. Gut. Ja, also keine Ahnung. Kartoffeln kriegen sie halt nicht. Man kann nicht alles haben. Eh nicht. So. Dafür kriegen sie gleich Wasser. Oh, was? Ich hoffe, Kartoffeln bringt Effektivität 5%. Naja, vollkommen Mensch. Obwohl ich sowas gern mal machen würde, also weil es halt immer solche teuren Maschinen ist, man am meisten sich rein investiert hat. Wir werden zwar das jetzt noch nicht machen, aber irgendwann. Irgendwann bestimmt. Wenn nicht Wir haben jetzt heute, die dann. richtige Map. Wir sind motiviert. Ja. Und ich hoffe, dieses Projekt wird nicht so schnell enden. Kommt drauf an, wie du mich verhältst. Warum ich mich verhalte? Nein! Nimm dich im Ballenblick wieder runter hier. Katastrophe. Ist mein Verhalten hier relevant dafür? Ja, haben wir ja schon mal besprochen in irgendeiner anderen Folge. In den Quests? Darfst dich nicht so reinsteigern in gewisse Sachen. Dann läuft's ja. Solange ich da meine Extremstatistik habe. Ja, bis du das hast, kommt LS35 raus. Ja. Aber dann kann man es auch kann gebrauchen. Naja, mal schauen. Ich würde ja gern, dieses Wochenende bin ich halt nicht da. Letztes Wochenende habe ich mir einfach mal ein bisschen Erholung gekriegt. Wenn das jetzt immer diese Ausreden. Ja. Dieses Wochenende nicht da, nächstes Wochenende habe ich. Und dann übernächstes bist du auch wieder nicht da. Nee, dann fahre ich nach Hause und übernächstes bin ich bei dir. Eben, auch wieder nichts. Da habe ich auch keine Zeit. Also irgendwie nerven mich die Ballen da extrem. Es funktioniert alles nicht so ganz. Irgendwie nerven mich hier meine ganzen Termine. Also ja, Dezember ist schon wieder so voll. Am Samstag muss ich zum Friseur. Okay. Muss mich ja nochmal für dich hübsch machen. Überladen also starten, Hansi. Okay. Für Hansi, oh. Der war mir immer sympathisch. Oh, ich nicht, oder was? Warte nur, komm du mir Soll ich dir nochmal eine Karte schreiben? Ich hab dir noch nie eine Karte geschrieben. Ja, warst irgendwann hast neidisch. Irgendwann hast du ja mal irgendwas geschrieben. Ich hab Alina eine Karte geschrieben, weil sie extra gesagt hat, ich soll eine Karte schreiben. Okay. Puh, aber da habe ich nicht deinen Namen mit erwähnt. Okay, weiß ich gar nicht mehr. Weiß nicht mehr, die hängt doch sogar an eurem Clipboard. Ja, ich weiß, dass du eine Karte geschrieben hast, aber das du halt. Aber nicht mehr was draufstand. Lies es dir heute Abend mal durch. Einfach so. Muss man ja sonst noch was abladen? Nee. So kann ich dir ja nicht verstehen. Das ist so.
So, Schweinis. Vor allem, da kommt langsam ja was. Ja, dich einstreuen. Bin ich ja brav, guter Mitarbeiter. Effektivität 95%. Oh, jetzt mal. War halt 5% wegen Kartoffeln nicht wahr. Wie viele Schweine haben wir? 9. 9, mal schauen, wie sich die vermehren dann. Mist 4 Liter, Gülle 6 Liter. Den können wir eh hier stehen lassen. Brauchen wir hier. Was er immer uns das bringt. Was können wir verkaufen am Ende? Beides? Weiß ich nicht, ob das in der Map integriert ist oder nicht. Ich werde mal kurz nachschauen. Wie steht denn zu Schweinen da? Wenn du dich ordentlich vermehren sie sich. Ja, das kommt immer auf an. Dann gewinnbringend verkaufen. Kommt immer auf an, ob es oben in der Liste steht. Warte mal, hier ist das Kartoffeln. Das ist keine Ahnung was. Wie schaut denn Gülle aus da? Nee, geht nicht. Gibt es keinen Verkaufsplatz. Nee, also so wie ich das verstanden habe, ist das Einzige, was wir verkaufen können an Schweine sind... Die Schweine. Ja. Genau. Ja, aber es gibt Maps, da kannst du Mist und Gülle auch verkaufen. Also wie gesagt, nächstes Tier in 16 Stunden. Ingame-Spielstunden. Wahrscheinlich. Real-Life-Stunden, 16 Stunden. Lass dir schmecken. Naja, wie gesagt, jetzt haben wir erstmal Schweine. Gut. Und die Mist und Gülle müssen wir ja am Ende auch irgendwie verwerten. Genau, das ist ja dann Dünger. Raus? Dünger, ja. Da ist Mist, wo du bist, und daneben ist Gülle. Hier ist Gülle. Achso. Das ist dann einfach Dünger. Genau. Das ist Fall aus einer LS17 kopiert. Sieht genau gleich aus. Ja. Kopiert. Hier, ich habe hier ein Markenprodukt gekauft als Fass, was sich sogar spiegelt. Aber mich spiegelt es nicht. Und Freiheit. Schau mal hier in diese Seite. Schau hier vorne mal rein. Stellst einen Fehler fest. Wo ist der Traktor? Ja, was? Mich spiegelt es ja nicht. Das ist ja nur irgendeine. Wie heißt die Map? Der spiegelt halt nicht mal das, was. Nee, das ist einfach ein Bild drauf, was spiegelt. Ja. Ne, ja. Map, weiß nicht, wie der jetzt heißt. Inkos Map. Das ist so bei Chrome. Ja, aber immerhin wenigstens irgendein Effekt. Ja. So, wir sitzen hier mit unserem Matsch aus. Ich Matsch. 41% dauert noch. Stimmt. So, wie schaut's denn eigentlich insgesamt aus? Oben fällt links. Ist komplett abgeerntet. Ich dachte, da grubbern wir. Warum grubbern wir dann nicht? Weiß ich nicht, weil noch keiner gegrubbert hat. Keiner einen Helfer eingestellt hat. Ach. Mach doch mal einmal das, was du tun sollst. Hey, ich habe das andere Feld schon fertig gemacht mit einem Helfer. Du. Da. Fahrzeuge. Gottes Willen. Was sie schon am Fahrzeug haben? Haufen. Da steht so viel Müll rum auf dem Hof. Deswegen habe ich noch eine Scheune gekauft. So, jetzt haben wir ja Schweine. Wir sollten jetzt nichts überstürzen. Meinst du nicht, dass wir gleich noch andere Tiere kaufen sollten? Pferde. Ich wollte gerade, aber und ich Schafe wollt. Und. Also Pferde, also ich habe mir extra mal ein Stück. Der Typ hat gesagt, du müsstest, um die gewinnbringend zu verkaufen, die eine Stunde Real-Life-Time reiten. Okay, nee, dann Pferdescheiße. Also du kannst halt nicht viel damit machen. Du kannst halt die... Ja, du musst ja halt reiten, das ist der Scheiß. Nee, dann nehmen wir Schafe. Reiten. Also ich würde mal irgendwann Schaf... Oder was haben wir denn? Aber nicht jetzt wirklich... Also irgendwas, wo man halt wirklich was rausbringen, was wir auch verkaufen. Jetzt Tiere, also was ist denn leicht? Schafe ist Wolle. Schafe. Braucht Gras und Heu. Das ist so ein super Ding eigentlich. Gras und Heu, ja. Schafe ist eine super Sache. Gras und Heu müssen wir halt dann machen erst. Weil die brauchen das ja in anderem Format, nicht in Ballen. Ja, aber ich würde sagen, kaufen wir nicht. Ja, mein Hühner braucht nur Weizen und kriegst Ei. Können auch Hühner kaufen. Nee, Eier abklammern ist beschissen.
Bolle Muss ist man die gut. abklauben? Ja, du musst manuell abklauben. Das heißt Wie in Grasenheu. Real Life. Das heißt, ich gehe Das wieder ist ja mähen. schrecklich. Und da bauen wir einen Ladewagen und den Ladewagen einfahren. Ja. Ich hole erstmal Schafe. Den Ladewagen und dann fahren wir schon. Wir wissen ja, wo wir. Achtung, im Auftrag der Tiere. Okay. Warum fährst du da entlang? Warum fährst du nicht die Straße entlang? Weil die so lang ist. Ja und? Straße ist ein Umweg. Sagst du das in Relief auch? Ja. Ja, Scheiß auf mein Auto. deswegen hast du noch keinen Führerschein. Ja, mein Fahrlehrer konnte das nie verstehen, wenn ich einfach da lang fahren wollte. Der hat dann immer auf die Bremse gedreht. Nein. Wundert mir nix. Ach, So. Daniel. Ja. Du hast ja wohl recht. Bringt bei dir noch nix. Also, Schaf ist standardmäßig weiß. Nicht? Ja. Meistens. Wie viele kann ich mitnehmen? Keine Ahnung. Das musst du wissen. Du hast das Fahrzeug. Weiß nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der mäht Irgendwie nicht mal sowas. alles ab. Flat. Cutie. Dann noch ein Ladewagen und dann noch ein Heuwende haben wir eh, gell? Ja, aber es wäre schon besser, wenn wir Was? schwadrieren. Gibt es eigentlich was, was das in Eing? Schade. Gibt es nicht so einen Wender und Schwader in Eing? Nein. Warum nicht? Ja, weil das nicht funktioniert. Warum funktioniert denn das nicht? Ja, bauen wir sowas dann. Wir sehen, Na, warum es. einfach hinten dranhängen. Ja, und wie groß ist die Maschine dann? Dann ein bisschen länger halt nachher. Ja, du weißt, dass es eine Maximallänge gibt, die ein Fahrzeug haben darf. Ja, ich weiß, aber schau doch mal an, wie lang unser Anhänger ist. Der wird dann nicht länger. Weiß ich nicht. Glaube Nee. schon. Kann ich mir irgendwie schon vorstellen, dass er länger wird dann. Was sind denn jetzt eigentlich? Das sind Kühe. Wir haben ja von allen die ganz großen Ställe, oder? Das weiß ich nicht, was wir standardmäßig haben, aber ich Oder was? glaube. Das sind, ich weiß nicht, was ist. Tiermenü öffnen. Kann hier verschieben. Bestätigen. Gut, passt. Hab's gefunden. Dann ist ja gut. Stelle ich den Anhänger jetzt hin? So, Ladewagen. Er nimmt aber nicht den größten, oder? Also, was hat denn der? 42. Der ist schon Kannst drüber. schon machen. Ne, der gefällt mir. Ordentliche Reifen drauf. Ich komme dann Michelin. gleich gefahren. Gute Breitreifen. Ich habe ja den stärksten. Gut, steht am Händler. Ich werde nur noch kurz unseren Schafen noch Wasser geben. Warum ist hier kein Definitiv. Wasser? Dann da Wasser? Ja. Problem ist, hier haben Wie wir halt überladen das. gestanden. So, jetzt haben wir Schafe. Grasen. Können wir natürlich ins Tiermenü gehen und erfahren dort, wie viele wir haben. 10 Stück. Sehr gut, dass du das nicht weißt, wie du gekauft hast. Nee, das siehst du nicht, weil du musst jedes einzelne rüber verschieben. Okay. Das heißt, du drückst 10 Mal auf den Kartenblatt. Oder einfach so lange, bis er der Satz ist voll. Das geht natürlich auch. Denn wer es voll ist, dann ist voll. So haben wir es mal gelernt. Der gefällt mir voll auch, der sieht toll aus. Und ist von Fendt.
Hey, man bräuchte halt ja wirklich ordentliche Spiegeln. Man denkt, man könnte so richtig rückwärts fahren, aber irgendwie... Ja, mit den Wenn du Spiegeln. gar nichts siehst, ist Kacke. Ja. Dann lenkst du erstmal komplett falsch ein. Das stimmt. Aber du brauchst ja immer eine Weile, bis du dich rumgedreht hast. Du musst dir so eine Tasten geben. Nur pro Taste, zack, drehst du dich um. Ja. Zack, Schulterblick. Genau. Oh, ja, gut, ist kein Schulterblick mehr, wenn du hinter dir schaust, aber... Ja... Wo bist denn? Ja, wieder in unser Feld, wo wir früher auch waren. Einmal rundherum und dann läuft schon. Das Problem ist halt, dass das Gras noch nicht so ganz nachgewachsen ist, deswegen ist weniger los. Du könntest auch einfach woanders. Ja, wenn nichts uns gehört. Ja, ein Kauf halt. Nee, haben wir kein Geld mehr, ey. Wir haben zwei Felder. Ja, und? Was wächst hier eigentlich? Weizen. Gerste. Irgendwas von den zwei. Gut. In der nächsten Folge werden wir dann weitermachen. Also, Leute, bleibt dran. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.